Mir ist es sehr wichtig, dass wir in den Schulen auch die Möglichkeit schaffen, dass man im Unterricht neben den üblichen Lern- und Lernmethoden auch zusätzlich den Umgang mit neuen Medien erlernen kann. Ja, abgesehen von der insgesamten Digitalisierungsoffensive, wo ja 100 Millionen Euro investiert werden, gibt es auch für die Schulen ein Paket, das in den nächsten 5 Jahren ausgeschüttet wird, 1 Million Euro pro Jahr. Wir haben ein Projekt gestartet, wo jede Schülerin und jeder Schüler sein eigenes iPad besitzt. Das heißt, wir sind jetzt so weit, dass in den ersten 3 Jahrgangsstufen das soweit ist und hoffen, dass im Herbst mit den neuen Schülern dann jeder Schüler sein eigenes Tablet besitzt. Es reicht also nicht, dass man die Tablets sozusagen kauft und im Unterricht einsetzt, also dem Schüler in die Hand oder der Schülerin in die Hand drückt und dann können sie damit arbeiten, sondern sie müssen verwaltet werden. Eher sind wir mehr gebunden, weil durch die Tablets die Individualisierung sehr stark unterstützt wird und wir noch mehr auf den einzelnen Schüler eingehen müssen und ja. Sie brauchen uns zum Kontrollieren, was sie gearbeitet haben. Sie brauchen uns zur Unterstützung für unterschiedliche Aufgaben, zum Erklären. Wir sind eigentlich mehr gefordert im Unterricht als vorher. Wir haben da verschiedene Aufgaben am iPad, zum Beispiel Learning Apps. Das sind halt Aufgaben, was wir erledigen müssen. Wenn man zum Beispiel jetzt etwas nicht weiß in Englisch, dann kann man da auch drin nachschauen im Tablet. Das sind Fragen auf dem iPad, die wir da beantworten. Und wir tun schon mit iPads und alles machen, aber wir verwenden auch noch Bücher. Und wir machen auch fast immer Hausübungen mit den iPads. Und das ist ja, viel leichter wie im Heftel schreiben eigentlich. Du hast am iPad so ein Programm, das ist jetzt abgeladen worden. Und du kannst du mit so verschiedenen Teilen kannst du halt den Roboter programmieren und alles vom iPad steuern. Die Tablets zu arbeiten finde ich wirklich cool, genau, und wir verwenden das in alle Fächer. Da können wir echt ganz viel, zum Beispiel die Informatik zu lernen und speichern. Und da kriegen wir auch manchmal auch die Hausübungen und da können wir alles immer verbessern und so weiter. Wir stellen die Geldmittel zur Verfügung für die technischen Möglichkeiten und die Pädagoginnen und Pädagogen werden ausgebildet, um auch die Schülerinnen und Schüler dementsprechend zu unterrichten.